Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video mache ich etwas ganz Besonderes und zwar etwas, was ich meines Wissens nach, glaube ich, noch nie gemacht habe. Ich lasse euch ein bisschen so in meine Umsätze reinschauen, aber es geht gar nicht so sehr jetzt um die Umsätze, sondern es geht mehr um die Conversion, um das Verhältnis zwischen Klicks und Umsatz. Und das schauen wir uns in Bezug aufs Thema Empfehlungsmarketing an, Empfehlungsmarketing, Informationsmarketing, weil vielen noch immer nicht klar ist, was sie mit gutem Empfehlungsmarketing bewegen können und welche guten Conversions sie hier erzielen können. Und damit ich euch das wirklich plastisch vor Augen führe, werde ich heute zwei Kampagnen von zwei völlig unterschiedlichen Produkten nebeneinander stellen. Das eine ist ein Produkt aus dem Bereich Adult Entertainment, ja, richtig gehört. Und das zweite Produkt ist ein Produkt, über das ich vor kurzem erst berichtet habe, und zwar über das Affiliate-Chatbot-Business. Und wir schauen uns diese beiden Produkte mal an. Wir schauen uns die Klickzahlen an, wir schauen uns die Conversions an. Und gleich vorweg, das Affiliate-Chatbot-Business ist ein Produkt, das ich also mit klassischem Empfehlungsmarketing bzw. Informationsmarketing bewerbe. Und das Adult Entertainment-Produkt, das ist halt ein Produkt, das so vollautomatisiert, ohne mein Zutun, über Twitter beworben wird. Und wie groß dieser Unterschied, ja, hier sein kann in der Conversion zwischen diesen beiden Bewerbungsmethoden, das sehen wir uns in diesem Video heute an. So, also, was schauen wir uns heute an? Wir schauen uns an Klickzahlen bzw. das Verhältnis zwischen Klick und Conversion bei zwei völlig unterschiedlichen Produkten. Das eine ist das Produkt Affiliate Chatbot Business, also ein klassisches Tool, mit dem man im Internet Geld verdienen kann. Habe ich vor kurzem erst ein Video-Interview dazu gemacht mit einem der Kreatoren, dem Daniel Rüther von den Digi-Profis. Und naja, dann habe ich mir überlegt, okay, also ich bewerbe das Affiliate Chatbot Business jetzt mit klassischem Empfehlungsmarketing und da muss man in meinem Fall mal vielleicht diesen Begriff Empfehlungsmarketing ein bisschen erweitern. Also in meinem Fall geht es bei mir bei Empfehlungsmarketing nicht rein einfach nur darum, dass man jetzt ein Produkt empfiehlt, sondern was auch wichtig ist für den User ist, dass man ihn informiert. Es geht also auch um Informationsmarketing. Und wer meinen Kanal ja schon länger verfolgt, der weiß vielleicht, dass ich sehr gerne natürlich, wenn es zutrifft, auch über Produkte positiv berichte, dass ich aber mitunter auch, wenn ich ein Produkt scheiße finde, auch sage, dass ich es scheiße finde und das eine oder andere Produkt auch schon im Nachhinein betrachtet zu Recht in der Luft zerrissen habe. Ne? Es ist auch selten so, dass es Produkte gibt, wo ich wirklich sagen würde, also da ist jetzt alles rundherum tipptopp. Ne? Also es gibt immer wieder da und dort kritische Passagen. Ja? Und zuletzt, also was mir jetzt spontan einfällt, Bilderall. Also Bilderall ist super, aber da gibt es auch den einen oder anderen Kritikpunkt, den man ganz offen ansprechen sollte. Und genau dafür schätzen mich die Leute. Ja? Deswegen glaube ich, vertrauen sie mir auch. Und Vertrauen ist auch ein ganz wichtiger Punkt übrigens beim Empfehlungsmarketing. Weil wenn du einen hohen Trust hast, dann kannst du natürlich logischerweise, wenn du dann mal wirklich was gut findest, auch jemanden eher davon überzeugen, dass er das auch ausprobieren soll. Ne? Ist irgendwie völlig logisch. Also mit anderen Worten, Empfehlungsmarketing, Informationsmarketing hat immer noch eine sehr, sehr gute oder eigentlich von allen Marketingmethoden meiner Ansicht nach die beste Conversion überhaupt. Aber was bedeutet das eigentlich in Zahlen? Das ist ja das, was viele Leute interessiert. Ja? Und aus dem Grund habe ich mir jetzt überlegt, gut, also ich lasse euch so ein bisschen einen Blick nehmen in ein bestimmtes Produkt, nämlich in das Affiliate Chatbot Business, das ich eben mit Empfehlungsmarketing bewerbe. Und zeige ich aber alternativ auch noch ein anderes Produkt, ein ganz anderes Produkt. Und was ich in etwa in demselben Zeitraum beworben habe, nur damit ihr so Bescheid wisst, und sehen könnt, okay, so sieht es hier aus mit den Klickzahlen und so sieht es beim anderen Produkt aus mit den Klickzahlen und was kam dann unterm Strich bei beiden Produkten raus. Falls ihr euch jetzt fragt, naja, ist das nicht ein bisschen ein Äpfel-Birnen-Vergleich, wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt jetzt das Affiliate-Chatbot-Business und man nimmt jetzt ein Adult-Entertainment-Produkt, was ja ganz was anderes ist, kann man vielleicht sagen, die Sache ist nur die.
Ich habe nicht vor, das Affiliate-Chatbot-Business auf andere Art und Weise als Empfehlungsmarketing zu bewerben, weil dafür, und das werden wir uns gleich direkt anschauen, sind die Zahlen einfach zu gut. Also ich werde hier gar keine anderen Marketingmethoden anwenden, aber wie es halt so ist, bei Adult Entertainment zum Beispiel, ne, da kannst du eigentlich alles machen. Ne? Und ich meine, mit Adult habe ich persönlich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel zu tun, aber wenn du natürlich 12 Jahre im Affiliate-Marketing bist wie ich, ja, da hast du mit Adult auch schon einmal irgendwo wo angestriffen. Ne? Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das zu bewerben. Und solange es Geld abwirft, ja, ist es ja soweit okay. Und aus dem Grund möchte ich das jetzt einmal ein bisschen gegenüberstellen. Und ich glaube, dass die Zahlen ziemlich, ja, aussagekräftig sind und ihr euch das sicherlich einiges vorstellen könnt darunter. So, dann werden wir das einmal starten. So, und hier haben wir jetzt einen meiner Digistore-Accounts. Diese Umsätze hier, die sind also großteils mit dem Affiliate-Chatbot-Business passiert. Und bevor wir uns die Quote im Chatbot-Business anschauen, schauen wir mal auf das Adult-Entertainment-Programm. Zunächst muss ich mal Folgendes vorausschicken. Was wenige wissen, ja, oder was kaum thematisiert wird, ist, dass das Affiliate-Marketing in der Form, wie wir es eigentlich heute ausüben, ursprünglich ja eigentlich tatsächlich aus dem Adult Entertainment kommt. Ne? Also das waren Firmen, die so Ende der 90er Jahre, US-amerikanische Firmen, die auf Messen dieses System vorgestellt haben, also und ihre Firmen einfach vergrößern wollten durch Affiliates. Und das hat dann eine ganz bestimmte österreichische Firma übrigens, ja, also meine war es nicht, die hat das dann nach Österreich transferiert, dieses System, und so ist es dann eigentlich groß geworden. Und eigentlich kann man sagen, ist also die Bewerbung auch für Mainstream-Produkte, das ist eigentlich alles aus dem Adult abgeleitet. Also Adult-Firmen waren die ersten Firmen überhaupt, die mit Affiliate-Marketing ihre Umsätze vergrößert haben. Ne? Das nur mal so nebenbei bemerkt, fällt vielleicht ein bisschen unter die Kategorie unnützes Wissen, aber muss man auch mal festhalten. So, dann zweite Bemerkung, bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, mich fragt, ja Wolf, okay, jetzt bist du schon so lange dabei und hast 100.000 Partnerprogramme ausprobiert und sicher auch Adult, welche Adult-Partnerprogramme kannst du mir denn empfehlen? Also, grundsätzlich muss ich mal sagen, also ich kann euch aus heutiger Sicht eigentlich nicht wirklich mehr empfehlen, Adult zu bewerben, weil das im Vergleich zu anderen Sachen nicht so wirklich ein Geschäft mehr ist. Es gibt eine Handvoll Firmen, die du konkret an dieser einen Hand abzählen kannst, die ich dir da vielleicht noch halbwegs empfehlen könnte. Also sprich, wenn es jetzt um Transparenz der Auszahlungen geht, wenn es um allgemeine Seriosität und ja, geht und natürlich um Conversion geht, aber das ist wie gesagt, das sind sehr wenig. Eine dieser Firmen wäre Big Seven, ne? Also ich meine, wenn du den Traffic hast, dann kannst du es natürlich versuchen. Big Seven ist so ein Cam-Dating-Portal, ja. So, und jetzt schauen wir uns einmal konkrete Zahlen an. Big Seven zu bewerben, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich könnte man es auch mit Empfehlungsmarketing machen, aber was ich gemacht habe vor kurzem, ich habe Folgendes gemacht. Big Seven hat auch ein nettes Werbemittel, nämlich die RSS-Feeds. Ja, RSS-Feeds, das wird komischerweise von keinem Online-Marketer großartig erwähnt. Das ist irgendwie eine völlig vergessene Geschichte, obwohl die meiner Ansicht nach eigentlich nach wie vor großartig funktioniert. Und zwar bei RSS-Feeds ist es so, dass du, also wenn das ein Partnerprogramm zur Verfügung stellt, wie im Fall von Big Seven ist es so, dass wenn da neue Senderinnen reinkommen, also neue so Cam-Girls, ja, dann kommen da immer diese Profile neu dazu. Und jetzt hast du die Möglichkeit, dass du diese Profile dir in Form von RSS-Feeds automatisiert, vollautomatisiert in deine WordPress-Seite laden kannst als neuen Beitrag. So schön, so gut. Ist mal ein erster Step. Jetzt kannst du aber hergehen obendrein und kannst dir ein Plugin runterladen, was völlig kostenlos ist übrigens. Das heißt WP to Twitter, WordPress to Twitter. Und dieses Plugin macht Folgendes: Das postet automatisiert neue Beiträge in deinen Twitter-Account. Ja? Also das bedeutet, die Inhalte, der Content wird in diesem Fall von Big Seven geliefert, wird automatisiert als neuer Beitrag in deine WordPress-Seite gepostet und das Plugin sorgt wiederum dafür, dass das jedes Mal, wenn da neu was dazukommt, automatisch auf deine Twitter-Seite gepostet wird. Mit anderen Worten,
Du richtest es einmal ein und dann läuft das Ding. Du brauchst es nie wieder angreifen. Und das bewirkt natürlich Zugriffszahlen über Twitter. Ist natürlich klar, dass es davon abhängig ist, wie viele Follower du hast und so weiter, ne? Der Vorteil bei Twitter, du darfst auch Adult bewerben. Ja, das geht ja zum Beispiel bei Instagram nicht. Also das ist eine völlig legitime Geschichte, das Ganze. So, und jetzt habe ich da jetzt keinen so riesen Account, aber ich zeige euch einmal kurz die Kampagne Twitter, und die sieht in meinem Fall so aus. Die Twitter-Kampagne hat im Januar, also da ist ein bisschen abnehmend von den Zahlen, das hat aber nur damit zu tun, dass ich den Kampagnennamen geändert habe, ja, aber hat im Januar insgesamt 2551 Klicks gebracht. Ne? 2551 Klicks. Das ist nicht so wenig, auch nicht wahnsinnig viel natürlich, aber es ist nicht so wenig. Es ist schon eine irgendwo aussagekräftige Zahl. 2551 Klicks haben da auf irgendwelche geilen Mädels geklickt. Ja? So, und was ist das Resultat des Ganzen? Das Resultat des Ganzen ist, dass genau ein Lead, ein Lead dabei rausgekommen ist. Ja? Jeder, der ein bisschen im Adult Entertainment tätig ist und der zum Beispiel irgendwelche Tube-Seiten hat oder der Pop-Up-Traffic schickt oder solche Sachen, ja, der wird mir bestätigen können, dass das völlig normale Quoten sind. Ne? Wenn wir das jetzt hochrechnen, also ein Lead ist ja noch kein Sale, ja, du brauchst bei diesem Partnerprogramm, ich verdiene übrigens rund 800 bis 1000 Euro damit im Monat, aber läuft trotzdem, läuft so nebenher mit. Ja. Wenn wir das hochrechnen jetzt, ja, dann bedeutet es, wir brauchen circa 6 bis 7 Leads, bis wir einen Sale haben. Das ist ungefähr so die Quote bei diesem Partnerprogramm. Also jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wenn wir 2500 Klicks haben für einen Lead, na, und das mal 7 rechnen, dann sind das also rund 17.500 Klicks, bis wir mal einen Sale haben. Das klingt schockierend und das ist es auch. Aber das ist eben kein Empfehlungsmarketing, Leute. Ja, sondern das ist dasselbe, wie wenn, ja, wenn du Banner schaltest und du erwartest dir jetzt vom Banner, dass er da klickt und einen Abschluss macht, oder wenn du Pop-up-Traffic schickst. Also ungefähr so in dieser Liga spielt das. Es ist kein Empfehlungsmarketing. Das ist der springende Punkt. So, und jetzt, wie gesagt, merken wir uns das einmal, wenn wir das so hochrechnen, rund 17.000 Klicks, ein Sale, ja. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an auf Digistore, und wie gesagt, in dem Account habe ich jetzt hauptsächlich das Affiliate-Chatbot-Business drinnen. Und dann schauen wir uns das einmal an in den Statistiken. Und geben hier ein das Produkt einzeln, und zwar wählen wir jetzt aus Affiliate Dan, das ist also der Vendor vom Affiliate Chatbot Business. Und da haben wir jetzt, wenn wir uns das anschauen, im Vergleich, wir haben nochmal die alte Zahl im Kopf, über 17.000 Klicks, ein Sale, hochgerechnet, ja. Und hier haben wir 645 Klicks, davon 172 Bestellformularbesucher und 36 Verkäufe, stornofrei auch. Ja, davon 10 Ratenzahlungen. Wenn ich das jetzt so umrechne, müsste das eine Quote sein von ungefähr Pi mal Daumen 17 zu 1. Also, wir stellen das jetzt nochmal gegenüber. 17.000 zu 1, 17 zu 1. Ist jetzt ein drastisches Beispiel, ja, aber ist 1000 Mal eine höhere Quote. Und das, obwohl Adult Entertainment, wo jeder sagt, wow, das muss ich sicher toll konvertieren und so, kommt drauf an, ja, kommt drauf an, was man macht. Mit Empfehlungsmarketing vielleicht ja, aber auch nicht so gut wie das hier. Ja, das ist natürlich Affiliate Chatbot Business ist natürlich ein Ding, das greife ich gern raus, weil es einfach ein Top-Beispiel natürlich ist für eine also gute Conversion. Ja. 17 zu 1, Leute, ist euch der Unterschied klar? Das ist Empfehlungsmarketing. Aber nochmal, um es zu präzisieren, was heißt Empfehlungsmarketing? Also Empfehlungsmarketing, wie mache ich das? Also Empfehlungsmarketing heißt, dass du Leute wirklich aufklärst auch über Vor- und Nachteile. Also beziehungsweise das ist Informationsmarketing. Ja? Empfehlungsmarketing, Informationsmarketing ist, Leute aufzuklären über Vor- und Nachteile und ihnen einen möglichst transparenten Überblick zu geben, was sie bei einem Produkt erwartet. Das ist für mich klassisches Empfehlungsmarketing und Informationsmarketing. Und
Da fällt mir wieder der Satz ein vom Datenschutzbeauftragten von ClickTip, der vor mehreren Monaten in einer Veranstaltung meinte, Daten sind nicht die Rohstoffe der Zukunft, aber Vertrauen sind die Rohstoffe der Zukunft. Und wenn du einen hohen Trust hast und es schaffst, bei deinen Usern Vertrauen zu erwecken, klar, dann hast du natürlich einen wesentlich leichteren Stand. Und dann kannst du natürlich mit Empfehlungsmarketing, mit Informationsmarketing genau solche Quoten erzielen. Und das, wie gesagt, und das ist eben die Botschaft dieses Videos, das schaffst du nicht mal annähernd, ja, selbst mit Adult Entertainment, ja, was prinzipiell vom Verhältnis her immer noch so halbwegs gut konvertiert, ja, wenn du den richtigen Traffic hast, wohlgemerkt, schaffst du nicht einmal das auch nur annähernd, sondern wie du siehst, hier haben wir eine Quote von 17.000 zu 1, wenn du kein Empfehlungsmarketing machst und einfach so deine Tweets automatisch posten lässt auf Twitter und du siehst ja trotz der Klicks 2.500 ein Lead. Ja, also man hat keine Arbeit damit natürlich. Also Empfehlungsmarketing macht mehr Arbeit, ist klar, ne? Aber das schaut dann in meinem Fall so aus, dass ich natürlich gezielt eine Aufmerksamkeit erziele, auf Facebook oder wo auch immer oder in einem Forum, dann mit den Leuten richtig spreche. Also ich gehe wirklich auf die Leute auch ein und ich erkläre ihnen, was sind die Vor- und Nachteile und oft schicke ich sie dann auch auf meinen Artikel. Da habe ich das alles drinnen. Das ist auch eine Form von Empfehlungsmarketing, weil ich kann nicht alles in den Facebook-Post reinschreiben und wer des Lesens nicht fähig ist und das nicht durchlesen will, den kannst du sowieso vergessen. Den kannst du für alle Produkte vergessen, weil diese Leute behirnen uns nicht. Nein, also man muss schon Leute suchen, die sich wirklich informieren über ein Ding. Ja? Und wenn er das macht und wenn er da informiert ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er es dann kauft. Ja? Weil es ist ja auch ein gutes Produkt. Ja? So, ja, das, wie gesagt, war der etwas außergewöhnliche Vergleich heute dieser beiden Produkte. Was sagt ihr dazu? Praktiziert ihr schon Empfehlungsmarketing, Informationsmarketing? Macht ihr das? Und wenn ja, wie macht ihr es? Schreibt es mir in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Falls nicht, Daumen runter. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Liebe Grüße aus Wien. Ciao.